Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen und zum Clean Code. Heute wollen wir uns mit Kommentaren auseinandersetzen. Und zwar, wenn wir hier zum Beispiel extrem viele Kommentare haben, dann muss man natürlich auch sich überlegen, macht sowas Sinn? Am Ende haben wir teilweise wirklich mehr Kommentare als normalen Code. Ihr solltet euch mal wirklich professionellen Code angucken. Entweder ist es das eine Extrem, dass alles voll kommentiert ist und man einfach sagt, oh, das will ich mir aber echt nicht alles durchlesen. Das ist ja quasi ein Roman, da lese ich lieber nur den Code durch. Oder man hat das zweite Extrem, man findet überhaupt keine Kommentare. Beides ist furchtbar. Denn beim einen sage ich, ich will nicht so viel Kommentare lesen müssen. Beim anderen sage ich, ich will auch vielleicht was verstehen, was jetzt der sich dabei gedacht hat. Und ich will nicht jedes Mal nachgucken müssen, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, in einer Methode, keine Ahnung, nennen wir sie wieder mal Foo, was wir natürlich niemals machen sollten, wie wir schon gehört haben von der Namensgebung her, sowas wie this.getX.someWeirdMethod. Klar, solche Methodennamen sollte es auch nicht geben, aber wenn wir zum Beispiel trotzdem nicht wissen, was genau jetzt das tut oder was das überhaupt ist, weil wir einfach nicht damit vertraut sind, weil wir nicht so tief in der Materie drin sind, das kann schon gut vorkommen, dass sowas passiert, dann sollten wir auch vielleicht einen Kommentar haben, was uns erklärt, can return null, if so, exit safely oder sowas. Und das erklärt schon mal gleich, was wir hier, also vielleicht was unten drunter auch noch passiert. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Also wozu wirklich Kommentare super gut sind, sind auch so Sachen wie, ja, Licenses. Also tatsächlich, wenn man irgendwie im Code noch hinschreiben möchte, veröffentlicht unter der MIT-License oder sowas. Wenn man irgendwie Performance-Probleme hat, also dass zum Beispiel hier some weird method, kann sein, dass die in manchen Fällen, also irgendwie ein Sort-Algorithmus oder sowas auf 90 GB, kann sein, dass der vielleicht mehrere Tage läuft. Das könnte man natürlich auch ganz gerne mal in den Kommentaren schreiben. Da ist man dann auch ganz gerne frei eben. Dann hier sowas wie eben Gedankengang, wenn man irgendwie lange überlegen musste, um auf irgendwas zu kommen. Oder was ich auch sehr, sehr gerne sehe, zum Beispiel wirklich Regular Expressions als Kommentar. Ups, was habe ich jetzt getan? Als Kommentar hinschreiben, regex für Hexfarben oder sowas. Und dann hier unten drunter schreibt dann halt jemand sowas wie Hashtag. Ja, ihr kennt den regex für Farben. Das muss ich jetzt nicht wieder hinschreiben. Also sowas, dass man halt oben drüber schreibt, was man damit erkennt. Und dann erst unten drunter den regex definiert. So Sachen, wo man sich halt wirklich lange einlesen müsste. Und solche Sachen machen in Kommentaren super viel Sinn. Aber so Sachen wie der Name des Kontos, das muss wirklich nicht sein. Das ist einfach nur total überflüssig und sowas liest sich eigentlich auch niemand gerne durch. Was tatsächlich der häufigste Grund ist, warum ich irgendwelche Kommentare schreibe, ist To-Dos. Das heißt, man schreibt einfach wirklich, und das wird sogar von manchen IDEs farbig irgendwie markiert, also zum Beispiel wird To-Do dann in blau markiert oder sowas, schreibt man einfach To-Do, crashes if user is not logged in oder sowas. Also wenn der User noch nicht eingeloggt ist, aber da drauf klickt, dann stürzt das Programm ab. Er muss sich zuerst anmelden und wir müssen es natürlich hier abfangen, dass wir ihm zum Beispiel sagen, dass er sich noch anmelden muss oder sowas. Aber aktuell ist mir das zwar bewusst, aber ich will gerade mal was anderes noch fertig machen oder sowas. Und dann macht natürlich so ein To-Do wirklich Sinn. Was man dann wirklich super machen kann, ist einfach suchen und dann To-Do. Bam, und dann bekommt man alle To-Dos überhaupt. Manchmal, wie gesagt, wird sogar farbig unterlegt. Also das ist tatsächlich einer der Gründe, warum man hier To-Do wirklich auch genau so schreibt und ja, sehr, sehr häufig eigentlich verwendet. Ach so, und noch was. Kommentare sind nicht dazu da, um zu sagen, ich möchte jetzt hier irgendwas Komisches hinmachen und spare mir dadurch vielleicht rein zufällig eine völlig neue Funktion. Das heißt, sowas wie Konto gedeckt und dann schreibt man unten drunter if this.balance, also balance steht für Guthaben, größer 0 und this.inhaber .is not verschuldet, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann noch irgendwelche anderen Sachen hier. Nein, sowas bitte nicht. Sowas einfach ganz normal in Konto gedeckt oder sowas auslagern. Und dann habt ihr hier eine neue Methode, die euch einfach return
this.balance bla bla bla. Und das Kommentar ist dann schon der Name der Funktion. Das heißt, ihr könnt hier einfach schreiben, if this.konto Konto gedeckt. So, und dann könnt ihr ganz normal mit eurem Code weitermachen. Das heißt, hier muss auch kein Kommentar hin, denn das Kommentar ist selbst erklärt in dem Namen der Funktion. Also sowas auslagern und fertig. Gut ist. So kann man es natürlich dann auch einfach wiederverwenden. Ja, und das ist sozusagen eine kleine Einführung in Kommentare, wie man damit umgehen sollte und wie man es nicht tun sollte. Und ja, das war's von meiner Seite mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.